Hey, ich bin Felix, der Dulli auf dem Fahrrad da hinten, der 2018 zusammen mit einem guten Kumpel nach Rom gefahren ist. 2020 folgte die nächste große Tour, zusammen mit Paul und Fritz, nach Tallinn in Estland. Ich glaube, was ich ansonsten so auf YouTube mache, wissen die meisten. Ich bin gerne draußen, übernachte an abgelegenen Orten, reise gerne und erkunde alte, verlassene Orte in ganz Europa. Was viele nicht wissen, ich liebe Tiere. Und schon damals in der Schule wollte ich mein soziales Praktikum unbedingt im Tierheim machen. Damals endete dies allerdings in einer kleinen Diskussion, da die Lehrer der Meinung waren, es wäre kein sozialer Beruf. Naja, anderes Thema. Mit ein wenig Sturheit habe ich meinen Willen bekommen. Und auch Jahre später habe ich mich immer wieder in kleinen sozialen Projekten für Tiere und das Tierwohl eingesetzt. Im Mai 2022 startete ich völlig unwissend, über alles, was mich erwarten würde, zusammen mit Fritz und Paul in die nächste große Fahrradtour. 2500 Kilometer vom Brandenburger Tor in Berlin nach Istanbul, in die Türkei. Eine wahnsinnige Tour, die uns an die Grenzen und darüber hinaus gebracht hat. Scheiße! So schön die Natur und die Mentalität in den osteuropäischen Ländern auch war, es gab allerdings eine Schattenseite. Eine Seite, von der ich viel gehört und gelesen hatte. Doch ich merkte schnell, dass Bild- und Videomaterial dir nicht ansatzweise die Realität vermitteln können. Immer wieder tauchten bellende Hunde, die aus irgendeiner Hofeinfahrt oder halbherzig eingezäunten Grundstücken kamen, am Straßenrand auf und rannten uns teilweise über sehr befahrene Straßen hinterher. Unzählige Tierkadaver am Straßenrand und dann gab es dann noch ein ganz anderes Problem, welches deutlich weniger gefährlich, aber dafür um einiges schrecklicher war. Draußen unter Alarm, aber die gehen rüber. Der huscht hier ins Gebüsch. Oh, gefährlich, gefährlich. Ich konnte nicht begreifen, wie es erlaubt sein konnte, Tiere unter diesen Umständen zu halten. Zum Teil eingesperrt in kleinen Hütten am Feld und an Ketten mit 2 Meter Bewegungsradius. Ich habe mich gerade ein bisschen mit Paul drüber unterhalten und wir haben ein bisschen was im Internet dazu gelesen, weil ich mich ehrlich gesagt vorher noch nie so intensiv damit beschäftigt habe. Es gab ein Gesetz oder es gibt ein Gesetz, das weiß ich jetzt nicht, was es erlaubt, halt diese Tiere einfach einzufangen und zu töten. Und die Tiere werden bestialisch und grausam in Tötungsstationen umgebracht. Ich meine, das hat man alles schon mal gehört, aber das hat mich so zum Nachdenken angeregt, dieser kleine Hund, der da saß. Und wir fahren durch den Regen, wir haben uns entschlossen, heute Abend nehmen wir uns eine Unterkunft, um auch die Akkus mal wieder zu laden und so. Und ich denke mir nur, wir fahren eine halbe Stunde durch den Regen. Wir fahren mal einen Tag durch den Regen und sind dann in der Unterkunft und essen und schlafen warm und duschen. Und diese Lebewesen, die sitzen da Tag ein, Tag aus. Dieser Hund rennt da immer noch irgendwo im Regen rum. Und das ist einer, die hier jeden Tag rumsitzen, rumlaufen, im Regen nach Essen suchen, niemanden haben, der sich um sie kümmert. Und heute Abend, wenn wir in unserer Unterkunft sind und quasi alles vergessen ist, dann passiert das trotzdem. Wisst ihr, was ich meine? Nichts war vergessen. Das Thema beschäftigte mich noch sehr lange und zurück in Deutschland startete ich im Rahmen der Videos der Fahrradtour eine Spendenaktion für Straßenhunde, in der wir gemeinsam über 15.000 Euro sammelten. Jetzt kommen wir auf jeden Fall zum schönsten Part. Wir werden das Geld jetzt in die verschiedenen Organisationen verteilen. Hier können wir zum Beispiel sehen, das eine Projekt braucht noch 2.428 Euro, das eine 1.081, 1.110 und 9.345. Zur Verständnis zeige ich jetzt einmal ganz kurz jede Organisation. Und werde natürlich auch jede Organisation unten in der Videobeschreibung verlinken. Also wer da mal etwas genauer nachschauen möchte, kann das gerne tun. Also das ist jetzt einmal die Organisation hier, die jetzt noch 9.345 Euro sammelt. Und ich würde sagen, die machen wir jetzt einmal voll. 9, 3, 4, 5. Jetzt zuordnen. Auch da gehen wir rein. Benötigt noch 2.428 Euro. Zuordnen. 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 100% finanziert. Hier steht es nochmal. Adventure Buddy hat mit 702 anderen Leuten gespendet. Die nächste Aktion 100% finanziert. Adventure Buddy hat mit 702 anderen gespendet. Die nächste Organisation zu 100% ich kann schon nicht mehr reden, zu 100% finanziert. Und die letzte sogar zu 113% finanziert.
Die Spendenaktion war erfolgreich beendet und auch die Fahrradtour lag nun schon wieder ein paar Monate zurück. Dies war allerdings erst der Anfang einer Reise, dessen Ausmaße mir noch nicht ansatzweise bewusst waren. Moin moin Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Herzlich willkommen auf einem riesigen, lauten Rastplatz kurz vor Bratislava. An einer riesigen, befahrenen Autobahn haben wir die Nacht verbracht. Vor 2,5 Stunden ungefähr sind wir hier angekommen. Jetzt ist es 6.30 Uhr. Tim ist mit dabei. Der Servus. Da geschlafen. Völlig bekloppt. Wie gesagt, wir haben 2,5 Stunden gepennt. Ich habe auf dem Sitz gepennt, einfach eben schnell. Wir wollen jetzt weiterfahren. Ich erzähle euch gleich warum. Tim hier unten, hier hat bis vor kurzem noch ein LKW gestanden, der die ganze Nacht gepiept hat. Für uns geht es auch weiter, denn wir sind aus einem ganz bestimmten Grund hier. Die meisten von euch, oder viele von euch, haben bestimmt die Fahrradtour verfolgt und auch verfolgt, dass wir durch Rumänien gefahren sind und dass ich damals schon gesagt habe, ich will unbedingt wiederkommen und irgendwie ein bisschen was für die Straßenhunde tun. Jetzt sind wir wieder hier, auf dem Weg nach Rumänien. Mit knapp 2,5 Stunden Schlaf ging es weiter und von Bratislava bis zu unserem ersten Ziel waren es noch etwa 1100 Kilometer. Die Fahrradtour und vor allem der Part durch Rumänien ließen mir keine Ruhe und warfen etliche Fragen auf. Woher kommen die ganzen Straßenhunde? Was steckt hinter den etlichen Gerüchten über rumänische Tierheime und Tötungsstationen? Was denken die Menschen vor Ort über die Situation und was tut der Staat gegen dieses Problem? Bevor wir unseren finalen Zielort in Rumänien erreichen sollten, hatten wir allerdings noch eine andere Mission. So Leute, wir sind auf Höhe Budapest. Wir haben noch 9 Stunden Fahrt vor uns. Leck mich fett. Und sollen 7:30 ungefähr Ortszeit ankommen. Also was machen wir in Bulgarien? Weil wir wollen ja eigentlich nach Rumänien. Und zwar die Spenden, die wir über Better Place gesammelt haben, gingen ja jetzt in verschiedene Projekte über Better Place. Und vor kurzem hatte ich Kontakt mit dem Marc, der wohnt nämlich in Bulgarien seit 4 Jahren, kommt ursprünglich aus Deutschland und betreibt da die Save the Animals Ranch. Mit dem hatte ich ein bisschen geschrieben. Der nimmt halt auch Straßenhunde aus Bulgarien auf, wohnt mit denen zusammen auf einer Ranch, hat da einige Hunde, verschiedene andere Tiere noch, die er gerettet hat. Das Problem war allerdings bei der Geschichte, dass es die anderen Projekte, für die wir gesammelt haben, irgendwo einen Sitz in Deutschland haben. Ja, um auf Better Place ein Projekt starten zu können, brauchst du einen Sitz in Deutschland oder einen eingetragenen Verein oder sowas. Und weil er eben eine relativ kleine gemeinnützige Organisation ist, oder Verein, oder wie man das nennen will, der in Bulgarien sitzt, konnte ja keine Spendenaktion auf Better Place machen. Deswegen habe ich mir gedacht, wir nehmen jetzt das gesammelte Geld, was ich schon gesagt hatte, vom Video, von diesem Zusammenschnitt von der Fahrradtour, dieser 3-Stunden-Zusammenschnitt, und bringen ihm das einfach so nach Bulgarien rüber. Das Ding ist, er weiß nichts davon. Kann natürlich auch heißen, dass wir jetzt nach Bulgarien fahren, er später gar nicht da ist. Ich hoffe mal, dass das nicht der Fall sein wird. Unser erstes Ziel stand fest und trotz dem Schlafmangel steuerten wir hochmotiviert auf die bulgarische Grenze zu. Bis dahin war es allerdings noch ein weiter Weg. Wir passierten die ungarische Grenze und erreichten einige Stunden später auch die serbische Grenze und verließen damit, zumindest für ein paar Stunden, die EU. Sehr schön. Die Serben schon wieder, ne? So, einfach freundlich hier. So, official Pimps. Yes. Jetzt kann es losgehen. So, jetzt geht es nochmal entspannte 7 Stunden ungefähr durch Serbien, durch Belgrad unter anderem und am Kosovo vorbei. Also ich glaube, das wird nochmal eine spannende Fahrt jetzt hier, ja, durch Serbien. Was man dazu vielleicht noch ganz kurz erwähnen kann, die Überfahrt von Ungarn nach Serbien war jetzt komplett unproblematisch. Ausweise zeigen, auch wenn du die EU verlässt. Serbien ist ja Beitrittskandidat, glaube ich, schon jahrelang, aber nicht in der EU. Gar keine Probleme. Das Einzige, ich weiß halt nicht, ob es hundertprozentig stimmt, ich habe es gelesen, ich habe es jetzt zur Vorsicht gemacht, du musst hinten auf dem Auto noch so ein D-Schild haben. Ja, schöner. Sieht einfach klasse aus. Wunderschöner weißer Aufkleber. Ich habe mir schon immer so auf dem Auto gewünscht. Ja, ob
das jetzt Pflicht ist, keine Ahnung, ich mach's mal lieber zur Sicherheit. Das hat man früher auch öfters gesehen oder auf Eltern? Ja, auch in diesem D. Ja, und dann kam irgendwann das D im Kennzeichen. Ah, okay. Und dann war es eigentlich in vielen Ländern nicht mehr notwendig. Außerhalb der EU, glaube ich zumindest, aber doch noch häufiger. So, was hast du da gerade noch herausgefunden? Serbien. Die serbischen Landstraßen sind teilweise im mangelhaften Zustand und schlecht beleuchtet. Aber auf den Autobahnen fahren Fahrzeuge teils zuweilen ohne ausreichende Beleuchtung. Abseits der Hauptstraßen in der Grenzregion zum Kosovo besteht weiterhin immer noch Gefahr von Landminen. Gut, wird ein Abenteuer. Ab nach Serbien, würde ich sagen. Ab nach Serbien. Schon auf der Fahrradtour damals fiel uns recht schnell auf, dass in Serbien einiges anders war. Nicht einmal 1000 Kilometer Luftlinie zur deutschen Grenze, doch die Welt schien eine andere zu sein. Gerade das Leben in den ländlicheren Regionen wirkte teilweise so, als wäre die Zeit stehen geblieben. Die Serben sind ein extrem gastfreundliches und aufgeschlossenes Volk. Aber der Kontrast in den osteuropäischen Ländern ist manchmal einfach krass. Schnell holte uns eine ganz andere Seite wieder ein. Okay Leute, jetzt haben wir hier quasi schon mal den ersten Grund, warum wir hier sind. Wir sind an einer ziemlich befahrenen Straße, Autobahn. Und ich war gerade noch auf dem Pott. Da ist Tim hier draußen mit einem Welpen am Kuscheln. Und das ist wohl nicht der Einzige, der kam da gerade irgendwo aus dem Busch raus. Oh ja, da hinten. Unter so einem Asthaufen oder so. Das Ding ist, der sieht halt super gepflegt aus, ne? Ja, das war auch erst mein erster Gedanke. Aber es kam direkt die Toilettenfrau dahin und meinte direkt, ey, willst du den Hund haben? Ich so, nee, geht nicht, aber. Vielleicht kümmert die sich so ein bisschen darum. Ja, ja. Hallo, mein Kleiner. Du, das ist schon dein Freund jetzt, der will gar nichts von mir. Guck mal. Der ist. Oh nein. Das hat wahrscheinlich die Frau hingestellt von vorne, ne? Hier eine Thunfischdose und eine Buddel mit Wasser. Der Helle, der ist auf jeden Fall gut drauf. Der andere hat ein bisschen Angst, ne? Ja, klar. Ui, bist du umgefallen? Oh nein! Oh nein! Schau mal hier! Guck mal, was ich dir mitgebracht habe. Da kommt der andere aber vielleicht gleich auch nochmal. Aber hier, riech mal. So mach ich. Guck mal. Ja? Ja, das gefällt ihm doch. Du kriegst auch noch ein paar hier. Zack. Ui, schön. Tja, was willst du machen? Wir sind auch noch in Serbien, nicht mal in der EU. Also selbst wenn wir dem Bescheid geben würden, wo wir hinfahren, der kann gar nicht außerhalb der EU jetzt die Tiere einfach so rüberholen, ne? Die sind einfach hier und wir können nichts machen. Geht nicht. Ich weiß, dass viele jetzt vermutlich sagen würden, nimm die Kleinen doch mit oder melde es dem Tierschutz oder der Stadt. Doch auch wenn wir gar nicht so weit weg von Deutschland sind, ist dies hier eine komplett andere Welt. Eine Situation wie diese ist alltäglich. Nichts Besonderes. Auch wenn sie für uns komplett weltfremd ist. Im Verlauf der nächsten Videos über die Rumänienreise werdet ihr noch erfahren, wie weltfremd. Tierschutzorganisationen und Tierheime quellen über. Und solche Fälle wie dieser hier werden oft gar nicht beachtet, da die Kapazitäten und Mittel fehlen, die Tiere versorgen zu können. Spontan auf legale Weise einen Hund über die Grenze zu bringen, ist unmöglich. Denn bevor die Tiere ausreisen dürfen, brauchen sie einen Pass und bestimmte Impfungen. Stammt der Hund aus einem gelisteten Drittland, kann er frühestens im Alter von 15 Wochen nach der abgeschlossenen Tollwutimpfung einreisen. In unserem Fall würde es noch deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen, da Serbien ein nicht gelistetes Drittland ist. Bedeutet Impfung, Blutentnahme nach 30 Tagen nach der Impfung plus 3 Monate Wartefrist. Am Ende kann das Tier mit frühestens 7 Monaten eingeführt werden. Die Realität ist hart. Und eine illegale Einfuhr kann starke Konsequenzen nach sich ziehen. Wir kamen mit der Intention zu helfen. Und es ist nur schwer zu verstehen, dass dies manchmal einfach nur bedeuten kann, 10 Minuten da zu sein und ein bisschen Futter und Liebe zu geben. So Leute, wir stehen jetzt an der bulgarischen Grenze, beziehungsweise sind wieder drüben in Bulgarien. Da werden sich ein paar Walnüsse eingesteckt. Das ist der Wahnsinn. Und irgendwie geht's nicht weiter. Die Sonne geht unter und ich glaube, so langsam löst sich der Plan in Luft auf, im Hellen noch da zu sein. Keine Ahnung, warum das jetzt hier stockt. Das da unten ist die Schlange, die nach Serbien rein will.
Ja, und hier haben sich mittlerweile auch einige angesammelt, die... Die alle einfach nur am Nüsse essen sind. Die alle Nüsse essen wollen. Gleich ist der Baum leer, wirklich. Wir sind heute um 6 Uhr losgefahren, ne? Ja. Jetzt ist die Uhr eine Stunde vorgesprungen. Das heißt, wir haben es 19 Uhr, eigentlich 18 Uhr, aber wir haben es 19 Uhr. Das sind 13 Stunden. Anderthalb fahren wir noch ungefähr. Ja, und ich hatte ja eigentlich die Hoffnung, dass wir irgendwie im Hellen noch ankommen, aber ich glaube, das wird nichts. Nee. Dann kann man nur hoffen, dass der Marc noch nicht seinen Schlafanzug anhat. Und uns noch reinlässt. Ey, das ist ja auch total unangenehm. Ja, wir kommen da an, der arbeitet ja den ganzen Tag auf dem Hof hart und hat da was zu tun. Dann legt er sich abends hin und dann kommen wir einfach so unangemeldet. Naja, schauen wir mal. Wir hoffen jetzt erstmal, dass es hier gleich irgendwie weitergeht. So Leute, es ist 20.50 Uhr auf der Autouhr, in Wirklichkeit 21.50 Uhr, also gleich 22 Uhr. Wir haben uns ein ganz klein bisschen heute verschätzt mit der Zeit, beziehungsweise es kamen auch ein paar Sachen einfach dazwischen. Ja, es kommt immer anders als man denkt und anders als man plant. Ja, wir fahren jetzt hier den übelsten Bergkamm noch irgendwie lang, zumindest sieht es auf der Karte so aus. Zickzack hin und her, keine Ahnung, man sieht nicht mehr viel. Ja, und... Irgendwie ist es jetzt in der Gegend, weil wir haben die Autobahn gerade verlassen, da war noch was los, hier ist jetzt gar nichts mehr los. Schon fast wieder ein ganz kleines bisschen unheimlich, ne? Definitiv, ja. Ja. Wir haben gerade auch mal überlegt, im Endeffekt wissen wir ja gar nicht, wo wir jetzt gerade hinfahren. Wie das Grundstück aussieht. Null. Nichts. Nichts. Über diesen Ort nicht, über dieses Haus nichts und über diesen Menschen nichts. Ja, letztendlich habe ich vorhin einfach nur diesen Ort auf Google Maps markiert, diesen Hof mitten im Nirgendwo und da fahren wir jetzt hin. Also... Es bleibt spannend und ich hoffe, wir wecken den gleich nicht oder so. Oder der hat noch seine Familie da oder wir, die schlafen schon alle, keine Ahnung. Ja. Erstmal ein bisschen ausspionieren da den Hof. Erstmal ein bisschen ausspionieren und dann ist das natürlich alles irgendwie ziemlich anders gelaufen als geplant heute. Aber wie gesagt, nichts ist beständiger als die Lageränderung und deswegen sehen wir uns gleich vor Ort wieder. Gut, dann fahren wir jetzt hier einfach mal in den Wald, wo irgendwelche Schilder mit irgendwelchen kyrillischen Buchstaben stehen. Also, was soll schon passieren? Alter. Ich meine, so fängt ja nicht jeder Horrorfilm an. Nee, um Gottes Willen. Und gleich, was noch fehlt, dass das Auto jetzt eine Panne kriegt. Ja. Und dann müssen wir ins nächste Dorf laufen, um einen Keilriemen zu holen. Genau. Und dann treffen wir, wie heißt denn der eine nochmal von den Monsterjägern von D-Max? Keine Ahnung. Scheiße. Naja, zumindest so, dann treffen wir so einen mit einem Karohemd. Zwei Zehen noch. Okay, reicht. Es ist, man merkt den Schlaf. Sehr, sehr krass. Huckleberry! Huckleberry! Heißt... Zigarette im Mund. Ja. Also angeblich ist jetzt hier der Ankunftsort. Doch, da ist aber auch ein Zaun. Aber das ist doch nicht begehbar. Das ist doch nicht Bauzaun. Das ist ja safe. Das ist ein Lost Place oder so. Es muss das auch. Ich habe einen Hund. Ja, definitiv. Kommt auch von hier vom Grundstück. Ja. Alter, hier werden gleich so zusammengeschlagen von irgendwelchen Nachbarn. Also ich tendiere darauf, dass es definitiv noch eine Einfahrt irgendwie gibt. Oh, so Leute. Wir sind im Zelt. Beziehungsweise ich bin im Zelt. Tim hat sich unten bequem gemacht. Ich zeige euch das Ganze morgen früh. Wir sind komplett fertig. Hat jetzt alles nicht so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber wir haben jetzt einen schönen Schlafplatz noch in der Nähe gefunden und werden nochmal gucken, ob wir den Marco... Jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Marc, ne? Da geht gar nichts mehr da oben. Ob wir morgen jemanden noch antreffen und dann probieren wir es einfach nochmal. Also ja, wir haben 3 Stunden geschlafen. 14 Stunden gefahren ungefähr heute. Ich glaube, viel mehr braucht man nicht sagen. Und in dem Sinne lasse ich es am besten auch, sonst kommt da nur noch mehr Mist raus. Wir sehen uns morgen früh wieder. Gute Nacht. Der nächste Morgen begann auf einer Wiese mitten im Nirgendwo, umgeben von einem schönen Bergpanorama. Wie ich bereits sagte, der Kontrast zwischen Freud und Leid ist oft riesig. Wir packten unsere Sachen zusammen und starteten den zweiten Versuch, Marc endlich zu erreichen.
Also, alles abgebaut, wir sind wieder on the road. Marc hat tatsächlich geantwortet. Man muss auch dazu sagen, wir waren ja gestern, für uns war es jetzt nicht so spät, aber der ackert wahrscheinlich den ganzen Tag auf der Ranch, der geht früh pennen, steht wieder früh auf. Auf jeden Fall hat er geantwortet. Moin moin, momentan ist es wieder sehr schlecht, Futter geht zur Neige, Strom soll abgestellt werden und ein Hund muss operiert werden. Und er hat wie gesagt immer noch keinen Plan, dass wir hier in der Gegend rumeiern, zumindest hoffe ich das. Und jetzt fahren wir mal diesen Feldweg, den wir gestern gefunden haben, hoch. Das wäre halt nachts einfach alles zu krass gewesen, weil er erstens gepennt hat und zweitens, der denkt ja, der wird da überfallen hier. Kannst du nicht nachts über irgendeinen Acker einfach fahren? Kannst du nicht bringen, nee. Deswegen, jetzt Versuch Nummer 2. Auto, ich fahre an meine Einfahrt in Bulgarien. Junge, Junge, Junge. Eieieiei. Die Suche nach dem Grundstück bzw. der Einfahrt gestaltete sich schwieriger als gedacht. Naja, wir waren etliche Kilometer von Deutschland entfernt und suchten mitten im Nirgendwo nach einer Einfahrt, die nicht existierte. Das wussten wir zu dem Zeitpunkt allerdings noch nicht. Es muss da sein. Es muss doch die andere sein. Um mich zu fassen. Wir entschieden uns, einen zweiten Anruf zu starten. Wir haben aufgegeben. Wir kommen nicht an diesen Hof ran. Egal von welcher Seite, egal über welchen Feldweg. Ich weiß nicht, wie er zu seinem Grundstück kommt. Vielleicht mit dem Helikopter, vielleicht auch zu Fuß. Es ist ein Mysterium. Es ist wirklich ganz komisch. Wir rufen jetzt einfach nochmal an. Ja. Hallo? Ja, hallo, Marc hier. Ach, hallo Marc. Ja, hier ist Felix. Hi. Mensch, dass man dich jetzt nochmal erreicht, das ist ja wirklich komplizierter als, weiß ich nicht. Ja, gestern Abend war ich, eine gewisse Uhrzeit lege ich irgendwo mein Handy weg und dann... Ja, das ist ja... Ist, war ich nicht schnell genug, ich war draußen. Ist ja auch vernünftig und ist ja völlig verständlich, das war ja auch ein bisschen spät. Wir haben jetzt die Stunde auch gar nicht draufgerechnet, die es in Deutschland früher ist. Machen viele nicht. Mal eine andere Sache. Und zwar, du hattest ja gesagt, jetzt mit den Spenden gerade und so, mit Futter und was, ne? Dass ihr da sucht, dringend? Ja. Auf welcher Seite hat dein Grundstück denn die Einfahrt? Auf welcher Seite? Ja. Seid ihr hier, oder? Wir sind hier. Warte, ich komme runter zur Straße. Alles klar, okay. Okay, wie geil. Bis gleich. Bis gleich. Alter. Der ist ja völlig verdattert. Wir haben es gefunden, mein Gott. Das ist echt wirklich... Aber wirklich komplett. Hier einfach wie so auf so einem... Wie, ich muss es jetzt einfach mal sagen. Wie auf so einem Lost Place mit einem Bauzaun hier. Ja. Ich muss mir erstmal die Spur machen, falls ich rennen muss. Alter, ich habe schon so ein bisschen Eier flattert jetzt. Okay, du hast die Kontrolle. Tja, wie geht man mit so einer Situation um? Für Marc ein ganz normaler Morgen. Für uns war es etwas komplett Neues. Und jetzt warteten etwa 40 freilaufende, ausgewachsene Hunde auf uns. Okay. Ja, guten Tag, hallo. Hi. Das ist mal eine Begrüßung, oder? Achso, dreckig für alle hier. Ja. Die müssen auch erstmal alle gucken, wer da jetzt kommt, ne? Hallo! Lara, Schluss! Das ist Marc. Marc ist 45 Jahre alt und lebt seit mittlerweile 4 Jahren mit etwa 40 Hunden auf 6000 Quadratmetern, abgeschieden von einem kleinen bulgarischen Dorf inmitten von Wäldern und Bergen. Er selbst wohnt in einer kleinen, einfachen Hütte, direkt auf dem Gelände, die er sich im Winter zusammen mit den Hunden teilt. Viele würden sagen, er betreibt eine Art Gnadenhof für alte und kranke Hunde, die niemand mehr haben möchte. Von dem Begriff Gnadenhof hält er allerdings nicht viel, sagt er. Das hört sich so negativ an. Er möchte den Tieren ein Zuhause geben, die verstoßen wurden. Kranke Tiere, alte Tiere, die keine großen Chancen auf eine Vermittlung nach Deutschland und damit auf ein schönes neues Leben haben. Und diejenigen, die bisher nicht viel Gutes in ihrem Leben erfahren durften. Das ist Opi. Er wurde sein Leben lang an einer 1,5 Meter langen Kette in einem Hinterhof gehalten. Die vorderen Beine sind verformt. Nicht untypisch für Hunde, die seit über 13 Jahren an der Kette gehalten wurden. Was bei uns verboten ist, ist in Bulgarien und Rumänien trauriger Alltag. Viele Hunde verbringen ihr ganzes Leben an der Kette.
Wenn sie Glück haben, 2 bis 3 Meter lang. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Seit 1,5 Jahren darf er auf der Save the Animals Ranch von Mark endlich sein freies Hundeleben genießen. Er hat auch an Ketten gelebt hier, ne? Das sieht man wieder. Komm, Schatz, komm gucken. Ja, was ist das? Guten Tag. Oh, das ist eine Kamera. Interessant, ne? Ja, komm, Besuch, Schatz. Er geht auch mit meinem Tim. Ihr fragt euch sicher, was Mark als Deutscher in Bulgarien macht. Vor 4 Jahren kam er mit ein paar Kumpels für eine Woche rüber, um Straßenhunden zu helfen. Seine Freunde flogen zurück, doch Mark blieb. Und aus einer Woche wurden 2, dann 3, ein Jahr und schließlich ein ganz neues Leben. Ohne Auto und ohne großen Luxus. Egal, was für Futter die. Tausende von solchen Proben und sowas auch, ne? Das ist super. Also, auf jeden Fall an der Stelle nochmal vielen Dank ans Futterhaus in Oldenburg. Ihr seht jetzt, wo euer Futter landet. Direkt hier in Bulgarien. Das Buffet ist eröffnet. Warte mal, wir können noch den hier. Mal als kleine Info, ne? 15 Kilo Sack reicht hier für einen Tag. Bei 40, 41 Hunden, ne? Im Sommer. Im Sommer. Im Winter kommt da nochmal so. Nochmal ungefähr 10 Kilo mehr. 10 Kilo drauf. Oh. Der ist leer. Der ist leerer als leer. Man könnte sagen, ein Tropfen auf dem heißen Stein, 15 Kilo oder 25. Aber Leute, wie gesagt, ich verlinke euch sowieso alles nochmal unten von Marc von der Save the Animals Ranch. Ein Spendenkonto gibt es auch. Also wenn jemand 1-2 Euro über hat, ihr kennt das, jeder Euro zählt. Mit jedem Euro kann man hier, denke ich, was anfangen. Hör mal ganz kurz, du hast nichts geahnt. Nein, ich bin total perplex. Ich habe jetzt noch Gänsehaut. Die Frage am Telefon war dir, wo ist denn deine Einfahrt heute Morgen? Ja, wie meine Einfahrt? Ja, schön, dann hat die Überraschung wenigstens ein bisschen funktioniert. Aber eine Sache haben wir noch. Wir haben noch ein bisschen was gesammelt für dich. Es sollten eigentlich 1500 Euro sein. 1000 müssten es sein, 1050. Genau zu sein. Ein Bekannter von mir hat nochmal einen 50er draufgelegt. Und weil ich am bulgarischen Automat nicht so viel abholen konnte, kriegst du das andere mal per PayPal. Es ist nicht die Welt, aber vielleicht einen Monat. Jetzt krass. Heul nicht, sonst muss ich mitmachen. Dafür nicht. Also das ist Minister. Hart. Hm. 2 Monate Futter. Das ist schön. Ich habe lange überlegt, ob ich diese Szenen filme oder mit ins Video schneide. Aber ihr sollt sehen, wo unser gesammeltes Geld hinkommt. Ich will mich auch nicht als Held darstellen oder Anerkennung dafür bekommen. Wenn das jemand verdient hat, dann ist es Mark. Ich habe noch nie zuvor einen Menschen kennengelernt, der sich so selbst aufopferungsvoll für andere einsetzt, ohne dafür etwas zu verlangen. Oder in Marks Worten, ich bekomme hier täglich mehr zurück, als ich entbehre. Alle weiteren Infos zu Mark und den anderen Organisationen findet ihr in der Videobeschreibung. Lasst ihm gerne ein Follow auf Instagram da. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, nächsten Samstag,
9 Uhr mit dem zweiten Teil. Haut rein.